Ja, da bin ich wieder. Ich habe ja schon angekündigt, dass es in nächster Zeit mehr Videos hier direkt live aus dem Shop geben wird. Und ja, heute haben wir wieder Controller. Einmal den Squire von Hyperkin und einmal den Scout von Hyperkin. Zwei recht schöne Controller, die frisch reingekommen sind. Ich habe heute eine Hyperkin-Lieferung bekommen. Und die will ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Ja, schauen wir uns doch gleich mal den hier an. Hier haben wir, wie gesagt, den Squire von Hyperkin. Ich gebe ihn euch mal ein bisschen näher drauf, damit ihr mehr seht. So. Also auf den ersten Blick, wie man sieht, eigentlich ein ganz normaler Mega Drive Controller mit 6 Buttons, D-Pad, Start. Oben hat er noch den Mode-Button mit drauf. Der ist ja beim 6-Button-Controller vom Mega Drive auch mit dabei. Hat auch den normalen 9-Pin-Anschluss mit einem 3 Meter langen Kabel, also so, dass ihr auch wirklich weit genug von den Konsolen wegsitzen könnt. Die Besonderheit ist, wenn man sich den hier hinten anschaut, der hat hier schöne Rundungen, also schöne Bäckchen sozusagen. Und man sieht schon, wenn ich den jetzt hier in die Hand nehme, dann lege ich hier bequem meine Hände ab. Der ist einfach etwas ergonomischer geformt als normaler Mega Drive Controller. Fühlt sich hier von den Buttons her und vom D-Pad eigentlich genauso an wie ein echter Mega Drive Controller, nur dass er eben ein bisschen besser in der Hand liegt. Ja, und mit dem neuen Pin-Kabel ist er eigentlich kompatibel mit so ziemlich allem, was es an Konsolen gibt, ob das jetzt das originale Mega Drive ist, ob das die Klonkonsolen sind. Also die funktionieren eigentlich mit allem wunderbar. Also das ist der erste Controller, sehr, sehr schön. Vor allen Dingen, weil momentan gibt es ja den originalen Sega-Controller, der von Retrobit hergestellt worden ist, leider nicht mit 9 Pin. Der ist schon seit längerem ausverkauft. Mir konnte leider noch kein neues Datum genannt werden, wann der wieder verfügbar ist. Das heißt, wenn ihr also wirklich einen Mega Drive-Controller sucht mit 9 Pin-Anschluss, kann ich den Squire empfehlen. Der fühlt sich relativ gut an, ist seit heute frisch im Shop drinnen. Nächstes, was wir haben, das ist der Scout-Controller. Wie man hier schon sieht, eindeutig, oh, das glänzt aber richtig schön hier drin, yeah, Hochglanz. Eindeutig in diesem Fall jetzt Super Nintendo Design. So, auch den kriegt ihr natürlich wieder schöner dargestellt. Hoffe, die Schärfe passt soweit. Das kann ich leider hier gerade in meinem Selbstfahrerstudio nicht ganz beurteilen. Wie man sieht, schönes SNES bzw. das amerikanische SNES Design, auch von den Buttons her. Liegt auch gut in der Hand, hat auch hier wieder die kleinen Bäckchen mit drauf, die dem originalen SNES-Controller fehlen. Schultertasten natürlich mit dabei, die normalen Button, Start, Select, D-Pad. Fühlt sich auch vom Spielgefühl her sehr gut an, also sehr leichtgängig zu drücken. Die Besonderheit hier, wie man schon sieht, ist, das Ding ist Funk und zwar Bluetooth. So, es ist jetzt aber nicht nur ein normaler Bluetooth-Controller, wie man jetzt zum Beispiel von 8-Bit.de kennt, sondern... Gut, gibt es bei 8-Bit.de natürlich auch so. Der hat diesen kleinen Receiver, also das ist ein Receiver, der direkt in das Super Nintendo geht, gleich mitgeliefert. Also der Receiver und der Controller in einem Paket. Das heißt, es funktioniert mit Android, mit PC, mit der Switch, also alle möglichen Geräte, mit denen man eben Bluetooth zum Laufen bringen kann. Also mit kleinen Bluetooth-Dongle natürlich auch Raspberry Pi und ähnliches. Und dank dem, dass eben dieser Receiver schon mit dabei ist, auch mit dem originalen Super Nintendo Controller. Das heißt, ein kleiner Controller, der wirklich mit allen Systemen genutzt werden kann, funktioniert im Endeffekt genauso wie eben die 8-Bit-DO Controller, nur mit dem Unterschied, dass man hier eben ein relativ günstiges Paket bekommt, bestehend aus Bluetooth-Controller und Dongle. Und dadurch, dass er eben als Bluetooth-Controller und nicht als 2,4 GHz gebaut ist, funktioniert der wirklich mit allen normalen Bluetooth-Geräten. Ja, das war es dann auch schon für jetzt erstmal. Die beiden neuen Controller sind heute reingekommen. Ich habe noch ein paar andere Produkte für euch, aber dafür gibt es dann eigene Videos.